Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Carpentres Feldkirch. Ja, Klaus Nussbaumer, Trainer vom FC Langeneck. Fangen wir mit einer persönlichen Frage an. Und zwar, der FCL ist amtierender Meister in der Vorarlbergliga. Wie steinig war der Weg vom Anfang deiner Trainerkarriere bis hin zum Meistermacher? Ja, der Weg war teilweise natürlich schon steinig, aber das ist, glaube ich, im Berufsleben auch nicht anders wie in der Trainerlaufbahn, sage ich jetzt einmal. Wenn man ambitioniert ist und nach oben will, gibt es einmal Höhen und Tiefen, wie überall. Bei mir war es relativ klassisch, beginnend mit dem Nachwuchstrainer 2005 in der U7 begonnen. U9, U11, U12, so die klassischen Stationen im Nachwuchs. Bin dann zur Vorarlberger Fußballakademie gekommen, habe auch dort alle Jahrgänge als Co-Trainer betreuen dürfen. Auch dort wieder Höhen und Tiefen, mit einer Saison als österreichischer Meister abgeschlossen, die anderen wieder ein bisschen mehr Tiefen und dann wieder mehr Höhen, also wie es so üblich ist. War dann auch Individualtrainer bei der Akademie. Und die letzten 2 Jahre war ich dann als Cheftrainer in der Akademie tätig, U18 und ein Jahr dann U15. Und bin dann zurückgekommen sozusagen zum FC Langeneck, weil der FC Langeneck ja mein Stammverein ist. Also ich komme aus Langeneck und bin sozusagen wieder als Trainer zurückgekommen. Das heißt, die Trainerkarriere dauert jetzt 10, 11 Jahre, wenn ich richtig mitgerechnet habe. Ja, wenn man die Anfänge im Nachwuchs nimmt, so 2005 circa, habe ich begonnen in der U7, ja, also so um die 13 Jahre. Ja, der Aufstieg in die Regionalliga West hat vereinsintern für Diskussionsstoff gesorgt, kann man schon so sagen, glaube ich. Wie schwierig war die Entscheidung vereinsintern und welche Herausforderungen stellen sich dem FC Langeneck jetzt in dieser Liga? Also vereinsintern war es jetzt von der sportlichen Sicht her, von mir als Trainer und von der Mannschaft her, völlig klar, dass wir aufsteigen wollen, weil man spielt ja einen Wettkampf, um sich zu messen mit anderen, um so hoch zu spielen oder so hoch zu trainieren, jetzt in meinem Fall, wie es geht. Und da war für uns eigentlich der Fall schon klar, dass im Vorstand natürlich beide Sachen berücksichtigt werden müssen, also auch sportlich, als auch finanziell oder wirtschaftlich, ist auch völlig klar und das wurde diskutiert, aber jetzt zum Schluss ist das vom ganzen Verein eigentlich so getragen, dass es eine positive Sache ist für uns und wir uns als Verein und als Mannschaft weiterentwickeln können, weil Herausforderungen gibt es natürlich für uns als Verein jetzt, wenn wir zum Beispiel ein Auswärtsspiel, Auswärtsfahrt mit Essen, mit Transport und so weiter alles organisieren muss. Das sind alles Herausforderungen, die wir noch nicht kannten als FC Langeneck, weil da Vorarlberg-Liga einfach das Höchste war, wenn man in Lautrach spielt oder in Wolfurt. Und das ist jetzt schon eine Herausforderung, auch für die Mannschaft. Eine Anreise mit 4-5 Stunden ist einfach körperlich etwas anderes, wie wenn man nach Rötis fährt. Und ja, aber wir nehmen das alles sehr positiv mit und freuen uns auf das Jahr und auf die Ereignisse, die auf uns zukommen. Das heißt also, die Herausforderungen sozusagen logistisch und strukturell sozusagen die größten? Ja, mit dem gesamten Platzumbau natürlich ist auch ordentliche Arbeit auf den Verein zugekommen und auf die Mitglieder. Und aber wie gesagt, wir nehmen das alles sehr positiv mit und alle freuen sich drauf und nehmen das alles als Erfahrung mit dieses Jahr. Gleich im ersten Spiel hat Langeneck eigentlich zugeschlagen und die Altacher Amateure mit 0-2 besiegt in diesem Sinne. Ist es in den letzten Spielen jetzt verletzungsbedingt weniger rund gelaufen oder was hat das für einen Grund? Na, verletzungsbedingt würde ich jetzt nicht sagen. Natürlich haben wir ein, zwei Angeschlagene oder Urlauber noch, aber das möchte ich nicht als Ausrede gelten lassen, weil das haben ja vielleicht andere Mannschaften auch. Wir sind natürlich mit dem 2-0 sehr happy gewesen, Ländle da im ersten Spiel in der Regionalliga und dann auch auswärts bei Altach zu gewinnen, war natürlich sehr, sehr schön für uns. Im zweiten Spiel in Walsgrünau, ja, war es ein bisschen umgedreht wie das Alltagsspiel, da sind wir im frühen Gegentor nachgelaufen und konnten dann kein Tor erzielen und dann in der 91. haben wir das 2-0 bekommen. Und das vergangene Wochenende, das war jetzt doch enttäuschend, weil der Spielverlauf gegen Seekirchen eigentlich für uns gesprochen hat. Wir waren 1-0 in Führung, haben dann sehr, sehr gut und
einige Chancen vorgefunden, konnten dann aber leider kein Tor erzielen und dann ist man selber schuld, wenn man sie nicht reinbringt, da kann der Gegner nichts dafür und am Schluss kleine Unachtsamkeit oder vielleicht Lehrgeld bezahlt, zwei Minuten vor Schluss den Ball nicht sauber geklärt und so eine Mannschaft wie Seekirchen, wo routiniert ist, die nützen das halt aus und da müssen wir lernen und werden wir auch lernen und ja, nehmen das jetzt als nicht so schöne Erfahrung mit, aber mit der Leistung kann man schon aufbauen. Also das war schon ein ordentlicher Auftritt. Kannst du vielleicht einen kurzen Ausblick auch auf die kommenden Spiele geben? Wie laufen die Vorbereitungen momentan? Wie geht es euch zurzeit? Ja, wir sind jetzt zwei Tage vor dem Grödig-Spiel. Also wir spielen zu Hause gegen Grödig. Wird natürlich auch nicht unbedingt einfacher wie das vergangene Wochenende. Aber das wird sowieso kein Spiel in der Regionalliga. Also wir haben jetzt noch ein Heimspiel und sind dann am Wochenende in Reichenau. Das ist dann auch wieder ein bisschen andere Vorbereitung, weil es ein etwas kleinerer Kunstrasenplatz ist. Aber jetzt steht einmal Grödig vor der Tür und da wollen wir schon für eine Überraschung sorgen. Also wir gehen schon in jedes Spiel rein und wollen uns da präsentieren, wollen uns zeigen, was wir können. Und wir sind sicher für den einen oder anderen Punkt, auch gegen so ein Top-Team wie Grödig, sind wir sicher gut. Vielleicht auch ein Wort zu eurer Heimstätte. Da ist ja auch einiges los momentan. Man kann sich da beteiligen. Wie funktioniert es da? Ja genau, wir mussten einen Platz verbreitern und haben in diesem Zuge so verschiedene Bausteine aufgestellt als Sitzfläche und hier kann man einfach so einen Baustein erwerben, dass ein Namensschild draufkommt und so weiter und da kann man sich mit 100 Euro beteiligen, so einen Baustein erwerben und ja, so kann sich jeder ein wenig einbringen in das ganze Projekt und ja, ist schon sehr schön und sehr gut angelaufen, diese Aktion. Das heißt, es fördert den Gemeinschaftssinn allgemein? Genau, auf alle Fälle. Wir haben noch sehr viele Stunden investiert, die Mannschaft, die Altären, wie es halt in so einem kleinen Verein ist und die Mitglieder. Und auch das ist für das Vereinsgefüge natürlich sehr, sehr positiv. Und darum haben wir auch im Moment ja, so eine gute Stimmung im Verein. Ja, kommen wir nochmal zurück zur Kampfmannschaft und zwar, welche konkreten Ziele hat sich der FC Langeneck für die laufende Spielzeit gesetzt? Also wir haben uns jetzt nicht auf Platzierungen ein Ziel gesetzt, dass wir sagen, ab diesem Platz ist es eine gute oder eben eine nicht so gute Saison, sondern wir sehen es schon so als Weiterentwicklungsjahr. Das soll aber nicht heißen, dass man das als Grund vorschiebt, wenn man einmal verliert und sagt, ja, wir wollen uns nur weiterentwickeln. Wir wollen natürlich schon die ein oder anderen Punkte machen, das ist ganz klar. Aber es steht einfach bei uns in der Mannschaft an erster Stelle, dass wir uns weiterentwickeln, weil wir gut vorbereitet in die Elite-Liga kommen wollen, die es ja nächstes Jahr gibt. Und haben auch deshalb den Kader im Großen und Ganzen gleichgelassen. Wir mussten zwei Abgänge verkraften. Die haben wir mit jungen Spielern wieder ersetzt, sind also noch mal ein bisschen jünger geworden. Das haben wir aber bevor ich gekommen bin oder als ich gekommen bin, haben wir das als Ziel ausgegeben. Das ziehen wir jetzt auch in der Regionalliga weiter so. Und ja, wir wollen natürlich, also wenn es jetzt eine normale Saison wäre mit Absteiger, wollen wir einfach mit diesen Plätzen, die den Abstieg bedeuten würden, wollen wir nichts zu tun haben. Du hast es kurz schon erwähnt, die Elite-Liga, die viel diskutierte, die heiß diskutierte. Kurz noch zum Abschluss, was versprecht ihr euch vom nächstes Jahr als FC Langeneck von diesem Spielmodus? Also mir gefällt der Spielmodus sehr, sehr gut, weil wenn man jetzt die vier Regionalliga-Mannschaften heuer hernimmt und die sechs besten Vorarlberg-Liga-Mannschaften, gibt es sicher auch qualitativ sehr hochwertige Spiele, bin ich der Meinung. Und von der Zuschaueranzahl hat man ja immer, wie wenn man jetzt von einem Derby spricht in der Regionalliga, hat man dann ja im Herbstdurchgang diese Spiele. Und die besten Mannschaften können sich dann sowieso messen mit den anderen Bundesländern. Und daher sehe ich das also durchwegs positiv. Klaus Nussbaumer, herzlichen Dank fürs Kommen und viel Erfolg für die Saison. Gerne, danke für die Einladung.